So, hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Es geht um das demokratiefeindliche Jugendamt im Alb-Donau-Kreis, das mich mit meinen Kindern politisch erpresst und es für eine Kindeswohlgefährdung hält, dass ich mit meinen Kindern über das Wechselmodell spreche. Das Wechselmodell ist die 50-50-Betreuung durch beide Eltern nach der Trennung. Und ich habe meinen Kindern einfach erzählt, dass es da einen Beschluss des Bundesgerichtshofs gibt, dass dieses Wechselmodell auch gegen den Willen der Mutter angeordnet werden kann. Ich habe ihnen gesagt, dass die Kinderrechtekonvention, dass es da einen Kommentar dazu gibt, wo da steht Shared Parenting drin, das ist das Wechselmodell, empfohlen wird. Also ich habe ihnen auf eine aufklärende, zivile Art und Weise das erklärt. Ich habe auch gesagt, dass die FDP sich für das Wechselmodell einsetzt. Ja. Das war jetzt auch in der letzten Bundestagswahl im Programm der FDP. Also ich habe eine Meinung vertreten, die innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung völlig unproblematisch ist. Aber das Jugendamt des Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat darin eine Kindeswohlgefährdung erblickt. Und natürlich ist da auch der Landrat Heiner Scheffel drin verstrickt, weil ich habe mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden gemacht, habe darauf hingewiesen, dass es völliger Humbug ist. Es gibt auch seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr jetzt ein Gutachten eines Fachmanns, der ist Mediziner, Psychosomatiker, Kinder- und Erwachsenenpsychotherapeut, der ganz klar geschrieben hat, dass es aus der Luft gegriffen ist, das ist keine Kindeswohlgefährdung. Er hat sogar explizit geschrieben, dass das, was das Jugendamt da empfohlen hat, eine Kindeswohlgefährdung ist. Also ganz klar politische Erpressung, die hier auch der Landrat Heiner Scheffold verantwortet. Und das Interessante ist, ich habe da schon einen Artikel darüber geschrieben, der ist auf freifam.de einsehbar. Und zwar habe ich vor 2,5 Jahren eine Klage gemacht vom Verwaltungsgericht Sigmaringen, worin ich das Jugendamt Alb-Donau-Kreis auffordere, beziehungsweise das Gericht da beantragt habe, dass es anordnet, dass das Jugendamt nicht mehr behaupten darf, ich würde meine Kinder gefährden, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Und da gibt es noch einen anderen Aspekt, ja, da habe ich die Richter mal zwischendurch abgelehnt und da werde ich auch noch drüber reden, weil da wird dann klar, dass die Gerichte bei dieser politischen Erpressung sehr willig mitmachen. Also was die Exekutive da durchführt über das Jugendamt, unterstützt die Legislative. Die steht außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung am Verwaltungsgericht Sigmaringen. Aber da bringe ich noch Details dazu, habe ich ja alles schriftlich. Und ja, Verwaltungsgericht Sigmaringen, Unterlassungsklage gegen das Jugendamt Alb-Donau-Kreis. Da hat sich das Jugendamt sowas von gewunden, mir die Akte oder dem Gericht zuerst mal die Akte zu überlassen. Es ist ja so, wenn man ans Verwaltungsgericht geht, kann man auch Akteneinsicht beantragen und dann muss die Behörde, in meinem Fall das Jugendamt, die Akte ans Gericht geben. Ist ja klar, in einem Rechtsstaat muss ja das Gericht, um gut entscheiden zu können, ja, gut, aber nicht im Sinne von Gerechtigkeit, sondern gut im Sinne von basierend auf den tatsächlichen Abläufen, muss es natürlich Akteneinsicht haben. Aber schon da hat sich das Jugendamt gewunden und hat erstmal so ein paar Pseudo-Scheinargumente gebracht. Ja, so, ja, wenn ich dann einen Blick hätte in die Akten, dann wäre ja die Gefahr, dass ich dann darüber berichte. Oh, you bet. Natürlich berichte ich darüber. Leute, ist doch klar. Das ist ein großer Grund für das Verfahren, dass ich die Akte kriege und das Jugendamt Alb-Donau-Kreis öffentlich als politisch erpresserische Behörde entlarven kann, die Kinder benutzt, um Meinungen Andersdenkender, ja, wie in meinem Fall das Wechselmodell, zu unterdrücken. Also so ein Argument kam, was überhaupt keine Rolle spielt, ja, bei der Akteneinsicht. Dann hat das Jugendamt, das war alles der Herr Robert Egle, das ist der neue Jugendamtsleiter dort, ich glaube seit einem Jahr ist er da, der ist Jurist. Ja,
war vorher bei der Drogeriemarktkette Müller Personalchef, glaube ich. Ja. Und nur so am Rande, in der freien Wirtschaft verdient man eigentlich viel besser als in Behörden wie im Jugendamt. Also gute Juristen gehen eigentlich nicht zu dem Jugendamt, die bleiben in der freien Wirtschaft. Na, egal. Und dann hat der Herr Robert Egle, der Jugendamtsleiter, geschrieben, dass man an das Sozialministerium schreiben will, um eine Sperre halt zu bekommen. Ja, also das geht rein rechtlich. Also ein Ministerium kann sagen, die Akten geben wir nicht raus, weil ja zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einem Verwaltungsverfahren die Bauunterlagen zu einem Atomkraftwerk will, ja, dann sagt das Ministerium, das Zuständige, geben wir nicht raus, haben wir Sicherheitsbedenken, und dann sagt das Gericht, ja, stimmt, geht nicht. Ja. Dann ist es aber immer noch so, dass das Gericht sagen kann, kriegen nur wir als Gericht, ja, um das einsehen zu können, kriegt aber nicht der Klagende. Ja. Also in meinem Fall wäre das ich. Es ist aber so, dass das Jugendamt wohl diese Sperrerklärung vom Ministerium in Stuttgart, das Sozialministerium unter Manne Luca, nicht bekommen hat. Grün geführtes Sozialministerium. Das Jugendamt in meinem Kreis, das ist ein CDU geführter Kreis, also ja durchaus dann die Regierungskoalition, aber scheint es wohl nicht bekommen zu haben, weil letzter Stand ist, was Herr Robert Egle an das Verwaltungsgericht geschrieben hat, steht alles in einem Artikel auf freifarm.de, ob denn das Gericht damit einverstanden wäre, wenn es geschwärzte Akten bekommen würde oder wenn Aktenteile weggelassen würden. Und jetzt mal im Ernst, ein Jurist, der ein bisschen Ahnung hat von Verwaltungssachen, würde so einen Blödsinn gar nicht fragen, ja, weil, wie gesagt, in unserem Rechtsstaat ist es erstmal Voraussetzung, dass das Gericht die Akten kriegt, ja. Zumindest das Gericht muss ja hier wissen können, was ist Sache. Und deshalb war diese Anfrage völliger Bullshit. Also auch, finde ich, eine Offenbarung, dass der Herr Egle, dass es da gute Gründe gibt, warum er nicht mehr in der freien Wirtschaft ist, sondern beim Jugendamt. Ich glaube, die beim Jugendamt nehmen jeden Juristen, aber ich bin selber ja keiner, also kann ich es nicht wirklich fachlich beurteilen. Ja, und diese Bullshit-Anfrage vom Herrn Robert Egle beim Verwaltungsgericht Sigmaringen, da haben die natürlich mit den Achseln gezuckt, in verbaler Form, auf natürlich nicht emotionale, sondern sachliche Art, und haben halt darüber aufgeklärt, dass es in ihrem eigenen Verantwortung liegt, das zu entscheiden, ja, dass das Gericht eigentlich die Akten so braucht, wie sie sind. Und dann kam noch der nette Hinweis, dass, wenn das halt dann so wäre, dass das Gericht dann vielleicht ja auch gegen das Jugendamt entscheidet, weil die Sache ist ja so, wenn ich als Behörde vor dem Verwaltungsgericht verklagt werde und die Behörde die Akte nicht rausgibt, kann das Gericht den Sachstand nicht erkennen und muss dann halt gegen die Behörde entscheiden, weil dann muss ja das Verwaltungsgericht annehmen, dass das, was ich schreibe, der Wahrheit entspricht, der Sachlage entspricht, dann ist meiner Klage Recht zu geben. Ne? Das ist jetzt halt die große Gefahr für das Landratsamt Donaukreis. Also da, das sind vielleicht für euch langweilig, ja, weil das sind so Scharmützel, Verzögerungstaktik, juristische Finden, wohl auch juristische Inkompetenz beim Herrn Robert Egle. Im Endeffekt versucht man jetzt nur noch, das Ganze so weit herauszuzögern, wie es geht. Also der Landrat Heiner Schäffel ist, glaube ich, nur noch ein Jahr da. Vielleicht denkt er ja, er hat dann seine Ruhe danach. Da darf ich ihn gleich mal enttäuschen, weil Herr Schäffold, jemand, der das Jugendamt missbraucht, um einen politisch Andersdenkenden mit seinen Kindern zu erpressen, der wird sein ganzes Leben keine Ruhe mehr haben. Das müsste Ihnen doch klar sein. Falls Sie zuschauen, spreche ich Sie jetzt direkt an. Sie hatten so viele Möglichkeiten, gegenzusteuern. So viele Möglichkeiten zu zeigen, dass sie erkennen, dass ihr Jugendamt den Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen hat. Aber sie haben es nicht gemacht und damit sind sie mitschuldig, haben dieses
wie ich finde, politische Erziehungsverbrechen an meinen Kindern begünstigt. Vielleicht ja sogar verlangt, ja? Weiß ich nicht. Sie sind ja vom Kreistag gewählt, Herr Schäffer. Ich spreche Sie wieder direkt an. Und da ist eine CDU-Mehrheit und die ist gegen das Wechselmodell. Vielleicht sind Sie einfach nur ein Handlanger der Politik. So sieht's doch aus. Naja, egal. Kurze Klarstellung, damit der Herr Heiner Scheffold weiß, woran er ist, damit da keine Zweifel bestehen. Ich sag's nochmal in Kurzform. Herr Scheffold, bis an Ihr Lebensende werde ich öffentlich darüber berichten, dass Sie mich mit meinen Kindern politisch erpresst haben. Gut, zurück zum Verwaltungsgericht Sigmaringen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert natürlich, ihr ja vielleicht auch. Falls ihr irgendwie Tipps habt, Ideen, ja, was ich machen könnte, dann gerne. Übrigens ist auch die Klage, die ich ans Verwaltungsgericht geschickt habe, die ist auch auf freifahren.de. Ich habe die anonymisiert als How-To. Ja, wie klage ich vom Verwaltungsgericht gegen das Jugendamt auf Unterlassung einer Äußerung? Schaut es euch an. Und was denke ich, was passieren wird? Ich denke, das Jugendamt wird sich jetzt die Masse der Akten anschauen. Ich glaube, die haben irgendwie mal was geschrieben von 12 oder 20 Akten. Also dürfte einiges sein. Vielleicht sind sie schon irgendwo im Keller dabei, mit dem Stift das Zeug durchzustreichen. Vielleicht auch sogar in den Originalakten, ja. Damit man danach sagen kann, oh, upsie, tut uns leid, ja, haben wir leider zerstört. Mal schauen, also. Das Verhalten des Jugendamts wird auf jeden Fall immer fragwürdiger. Aber was will man erwarten von politischen Erpressern, die Kinder benutzen, um Andersdenkende zu unterdrücken? Da muss man ja jetzt mit allen Wassern gewaschen sein, um das zu vertuschen, was man da gemacht hat, ja, dass man als Exekutive demokratiefeindlich eine Kindeswohlgefährdung konstruiert hat, nur um meinen Kindern zu verbieten, dass sie von ihrem Vater erfahren, dass sie das Recht haben, bei beiden Eltern zu leben, ja, muss man sich mal geben. Es ist ja auch so, was macht man damit? Man hat 3 meiner 4 Kinder gezwungen damit, mit Hilfe des Gerichts, ja, die waren da Helfershelfer bei dieser politischen Erpressung, dass die komplett ihrer Mutter ausgeliefert sind, die gegen das Wechselmodell ist. Also das ist wie eine Umerziehungsmaßnahme, ja? Also die politische Verantwortungskette, die ich sehe, ist Kreistag CDU geführt, Landtag vom Kreis, Landrat vom Kreis gewählt, Landrat als verlängerter Arm der CDU im Alpdonaukreis benutzt das Jugendamt für politische Erpressung und Unterdrückung und empfiehlt dem Gericht, und das Gericht setzt es auch um, dass die Kinder alle zur Mutter sollen. Ja, also am Anfang waren es alle 4 Kinder. Das heißt quasi ins Umerziehungsheim sozusagen der Mutter, ja, wo die Mutter das richtige Denken hat, nämlich das der CDU-Wechselmodell. Nein, es geht doch nicht. Ja. Das ist die politische Verantwortungskette, die ich da sehe. Und ich habe es ja schon gesagt, das Gutachten von dem Fachmann sagt ganz klar, dass meine Kinder dadurch geschädigt werden. Keine Frage. Also die politische Erpressung, die da stattfindet, hat auch Folgen für meine Kinder. Damit ihr noch den ganzen Hintergrund und Verlauf habt. Meine älteste Tochter, die ist ja schon vor 3 oder 4 Jahren dann von der Mutter zu mir geflüchtet, wollte bei mir bleiben, weil sie Angst hat, sie sieht ihren Papa nicht mehr. So ist es auch mit den anderen 3, die habe ich jetzt seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Die Mutter hält die komplett fern von mir. Die älteste Tochter lebt aber seit 4 Jahren bei mir. Die versteht mittlerweile sehr gut, was da abläuft. Und die darf auch zu ihrer Mutter, ja. Also die darf so oft zu ihrer Mutter, wie sie will und wie ihre Mutter sie zu ihr lässt. Da bin ich nicht so wie die Mutter. Ich bin ja kein politischer Erpresser, nicht wahr? Also, nochmal ganz klare Ansage, Herr Heiner Scheffold, der Zug ist für Sie abgefahren. Sie werden bis ans Lebensende sich dafür verantworten müssen, das Jugendamt benutzt zu haben, um mich politisch zu erpressen mit meinen Kindern. Und ich freue mich auf
den Tag, an dem am Verwaltungsgericht in Sigmaringen öffentlich verhandelt wird zu der Sache und mir die Akten vorlegen und ich daraus schöpfen kann und das Ganze minutiös in der Öffentlichkeit entlarvt wird. Danke fürs Zuschauen, war ein längeres Video. Ciao.